Weidmanns Heil. Der Förster macht die Rehe geil. Wir sind heute wieder mal bei einem, seit fünf Jahren, sind wir wieder mal zusammen, der Play for Dinner und ich, am Zocken. Und wir haben ein neues Horrorspiel für euch ausgepackt. Ja, der Name verspricht viel, ne? Eri. Ja, keine Ahnung. Also das Einzige, was wir drüber wissen, ist, das hat irgendwas mit einem Atomkraftwerk oder so zu tun. Irgendwie sowas. So. Wir haben auch keine Ahnung, das Spiel kann scheinbar auch keine Quicksaves machen und wir können keine Spielstände speichern. Das heißt, wir müssen das jetzt wohl in einem Zug durchspielen. Mhm. Der Zocker ist der Play for Dinner, ich bin der Kommentator. Genau. Und ja, da würde ich sagen, ne? Naja, let's ready to rumble. Genau. Okay, fangen wir an. Man hört Katzen. Wie wunderschön. Hm. Oh, es leuchtet. Was ist das? Also die Steuerung von dem Spiel habe ich jetzt noch nicht so raus. Ja. Es wird nur WSAD und E sein, scheinbar. Hm. Werden sie. Du kannst natürlich gucken, ob du mit E interagieren kannst. Oh. Was habe ich nun getan? Waterlocked Cat. Okay. Dann tauch mal auf. Okay, warte, lass mal lesen. Situation, missing personal following... Ach du Scheiße, Meltdown, irgendwas, fast Bretter. Was? Mach mal E-Drücken. Ja, ja, ich drück. Gain entry to plant grounds. Product... irgendwas. Use spray paint to mark console locations. Danger. Mhm, gefährlich. Also du kannst jederzeit, wenn du E gedrückt hältst, angeblich die Marks nochmal aufmachen, wenn du E... Ja. Hm, die letzten. Ja, wenn also du Shift drückst, kannst du sprinten. Mhm. Das ist. Und C ist hinhocken, scheinbar. Ja, mehr gibt's nicht. Übelst ruckartig. Okay, dann geh mal hin. Ja, genau. Lange Gänge sind doch schön vielversprechend, oder? Ja, die sind auf jeden Fall angenehm. Ah, cool. Press E to pick up. Genau, da war ja was. Oh mein Gott. Wie gruselig. Die Alte an. Hock dich hin, da sieht man sie genauer. Okay, kannst du die Spraydose irgendwie rausholen? Ich kann aber schon sprühen. Wir werden alle sterben. Kannst du irgendwelche Bilder malen? Das funktioniert ja, genau. Bestimmt. Wunderschön. Die Nase so viel. Alter, ich werde jetzt schon wissen, dass, dass der Spaß wird ein Ende haben. Ist das ein Tutorial? Ich hab keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist der Weg hier strikt vorgegeben. Ja, das ist gut möglich. Ja. Naja, es ist. Wir wissen nur, dass, ja, das wollte ich noch dazu sagen. Das Spiel ist entweder noch nicht fertig oder es ist schon fertig. Keine Ahnung, also irgendwie haben die Entwickler da dran gesessen. Was? Oh. What the fuck? Was geht ab? Okay. Das war aber in der Zeit, in der du das ganz normal gelesen hast, oder? Also ich hab's gar nicht gelesen, ich hab's nur angeguckt. Was passiert? Katze? Ja, die Katze. Ah, warte mal. Probier mal Q und E zum Leben. Nee, das geht nicht. Das hab ich gerade probiert. Wo soll ich lang? Ich denke, hier wird gesperrt sein. Ja. Vielleicht ist hier noch was. Nee. Kriegt er die Kurve? Er hat sie bekommen. Wie der Weltmeister. Spring! Docken! Wie anspruchsvoll. Also Lehnen geht nicht, oder wie? Nein, Lehnen so an sich. Also ich habe nichts gefunden, was so geht. Left click. Okay, versuchen wir ein paar Zeichen zu machen. Okay, wunderschön. Na, den Weg gehen wir. Na, lass das noch markieren. Markier noch diesen Eingang hier. Es kann ja sein, dass das irgendwie sich verändert. Das ist ja möglich. Eben, da könnte ja dann der Weg hier auf sein oder so. Ja, ja zum Beispiel, genau. Genau. No. Okay. Okay, das ist neu. Ja, auf jeden. Ach, endlich ist der Scheiß aus. Zum Glück. Spring mal auf den Desktop drauf. Damit wir mehr Vision haben. Ja, ich glaube, das geht nicht. Aber wir sind schon mal annähernd, wie es aussieht.
Das Radar zeigt nichts an. Ja, keine Ahnung. Warte mal, lass erstmal noch umgucken, bevor du weitergehst. Ja, vielleicht ist ja hier irgendwo noch was. Kannst du die, also an dem Schreibtisch ist nichts, oder? Nee, das sah jedenfalls nicht so aus, als wäre da irgendwas. Kann man nichts machen? Nee. Überhaupt. Hon. Na. Der Finger, du musst ja den Finger angucken. Weil die Hand ist schmutzig. Was hat er denn gemacht, Mensch? Der war unterwegs. Das war jetzt wichtig. Das hilft uns weiter, glaub mir. E, du Open Doors. Ich glaube, E ist alles, oder? In dem Spiel. Irgendwie schon. Siehst Monster, drückst du E. Krabbelt die Nase, drückst du E. Okay, welchen Weg nehmen wir? Wir gehen mal erstmal da lang. Also, ja, genau. Ist die Sprühdose irgendwann mal alle? Ich vermute nicht. Ey, können wir auch irgendjemanden ins Gesicht spritzen damit? Instant Spray. Warte mal, das würde ich jetzt nicht markieren, weil jetzt wird es gefährlich, wenn wir uns nicht mehr... Ach, wir wissen, hier geht's nicht rein. Und ja, das sieht für mich aus wie so ein Labyrinth-Spiel. Und du musst ja halt dann einfach nur... Oh, du hast halt... Also wir haben jetzt halt rechts markiert. Genau. Ein bisschen besser markieren, damit es ohne was aussieht hier. Kannst du die Schrank, den Linksschrank öffnen? Ich weiß nicht, ob das Spiel so anspruchsvoll ist, dass man das machen kann. Komm schon. So, dann geht das hier lang. Ich will gar nicht wissen, was hinter dieser Ecke lauert. Okay. Lass das mal trotzdem markieren, weil ich habe irgendwie dieses dumme Gefühl, dass das sich alles verändern wird. Also vielleicht stelle ich zu große Ansprüche für das Spiel, aber du weißt ja, was ich meine. Eben. Na, warte mal. Achso, das machst du gerade so, okay. Jo. Ich hoffe, die Pfeile sind eindeutig. Nein. Hat er sich eigentlich vor uns von selbst so umgeguckt, als die... Ja, der hat sich von selbst umgeguckt, ich hab nichts gemacht. Oh Gott. Geh mal lang, sag mal. Rechts. Du hast doch gerade einen Pfeil gemalt, ne? Ja, so halt. Dann lass mal gerade ausgehen. Okay, genau. Als ob wir das jetzt so... Weil wir müssen ja improvisieren. Wenn wir uns zu viel vermalen, kann das wahrscheinlich sein, dass wir dann gar nicht mehr weiter wissen. Ja. Was ist das? Ja, das Rote da noch. Sieht mir aus... Keine Ahnung. Ein toter Hund. Voll gehäutet oder so. Dann fängt ihr erst übelst spät an zu sprayen. Ich spiel jetzt drauf und jetzt sprühst du erst dran. Halt, bewegt sich da was? Tatsächlich. Wahrscheinlich Ratten oder so. Guck mal über dich. Ein Loch, gefällt mir nicht. Ja. Eindeutig Ratten. Aber warum? Dann sahen das so viele aus. Das sahen so viele. Guck hier, wie viele das sind. Hä? Dann sind sie alle weg. So much. Das ist ja ein dummer Arsch. Hey, jetzt sammeln die Katze auf. Oh ja. Prisoner's Cat, okay. Das ist also die Katze von einem Prisoner oder was? Also wir haben jetzt eine. Ei. Aus? Na, geh mal, wir fangen mit dem rechten Zimmer an. Aus. Lass mal dem rechten Zimmer ja, an. Ja, genau. Nix. Warte, wo ist das Zimmer hier? Mach mal ein X. Oh, Magenkreuz. Genau. Oh. Das knistert aber ganz schön. Was? Escape. Ich hab keine Ahnung. Day, White, Code? Nee. Nein, ich denke, du musst nur das Rosa nicht da lesen. Ich komme wieder nicht drauf. Doch, jetzt. Ja, das sieht man auch nicht sehr viel mehr. Escape? Nee. Soll das Escape unten heißen? Das rechts unten, yo, Escape in, keine Ahnung. Ah, denk dran, wir können mit I jederzeit unsere alten Notizen nochmal aufmachen. Ja, genau, stimmt, da muss ich eigentlich nie hier stehen bleiben. Was, E-Examine? Nee, das geht nur, wenn ich auf das Bild gucke. Also auf dieses... Ach, das zählt, das ist wohl das Bild, die Hitbox haben sie wohl verkrüppelt. Ja, genau. Da wird auch nichts sein. Weil da fragt man sich, wenn die eingesperrt sind, na, wo gehen denn die kacken? Ja, ne. Doch, rechts, ah ne, das war ein Reifen. Ja, klar, die nennen den Reifen. Stellen sie sich auf den Boden.
Dann wird das mein Ei da reingelegt. Vorsicht, wir dürfen nicht zivil sprayen. Am Ende wissen wir nicht, was wir da gemacht haben. Wir sind auf jeden Fall hier lang gelaufen. Also, wir müssen schon mal sagen, das Spiel hat an der Kreativität mit so einer Spraydose echt coole Arbeit geleistet. Mhm. Also, da musst du jetzt sagen. Ja. Gute Reaktion. Auf jeden Fall. Da oben ist noch was. Ja, da hängt noch eine. Die hat schwang. Die hat festgebackt. Auf jeden. Ne, zwei sogar. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen mal wieder einen Eingang markieren. Wie hier zum Beispiel. Wir können auch Zahlen aufschreiben. Oder irgendwie so, dass es, dass wir halt, ich weiß zwar nicht, wann wir das brauchen. Hm. Und ich weiß auch nicht, ob das Spiel schnell durchzuspielen ist. Schon wieder so ein langer Gang. Ich will gar nicht. Das kennt man ja von Amnesia. Ja, aber Amnesia, weißt du, was das Schlimme an Amnesia ist? Die langen Gänge da sind meistens ungefährlich. Ja, genau. Und dann, wenn du um die Ecke kommst, kommt dir immer so ein... Okay. Also das ist gerade interessant. Ja. Wir haben jetzt keine Facecam an. Wir können von Glück reden, dass wir die nicht haben. Ja, genau. Wobei wir wahrscheinlich Millionen Klicks kriegen würden, wenn ihr das jetzt sehen würdet, was wir für Fratzen ziehen. Eine Katze. Schau wieder. Was ist das für eine? Also ich bin auch so ein Sammler, ne? Wenn ich Katzen, tote Katzen draußen finde, ich nehme die mit, ne? Gnadenlos. Na logisch. Ich glaube, du nimmst auch immer tote Katzen mit. So. Nee, ich bin da eher so wie der Hundefan. Nicht tote. Gleich wieder zurücklaufen. Ist das Spiel so kaputt, dass jedes Mal, wenn du dann nochmal hinläufst, dass das immer wieder passiert? Ja, genau, so eine Lichtschranke. Warte, vielleicht geht's ja. Schade. Eine Lichtschranke. Gehst du so rein und raus. Spannung! Guck mal, da oben waren wir. Waren wir da wirklich? Ja, da oben waren wir. Aber die Scheibe ist irgendwie nicht mehr kaputt. Weißt du? Okay, das Spiel ist schlecht. Ein Stern von 10. Das kann sich nicht mal Splitter merken. Warte, lass mal gucken, was da steht. Hm. Oh, ich will mir das nicht alles durchlesen. Ja, wir sind nicht die typischen Let's Player, die sowas machen. Ja, genau. Scheiß Mann. Drauf, wir bewerten das Spiel als Ganzes. Da unten wieder was. Wir spielen das Spiel so, da wie es lag was. Jetzt lege ich es an, vielleicht geht's wieder weg. Ja, ich meine, wenn euch das interessiert, haltet das Spiel an, das Video, und lest euch das durch. Genau. Oder ladet euch das Spiel selbst runter. Das ist kostenlos. Freundienst. Ich habe keine Ahnung. Dr. Hammerboss. Mhm. Find Master Kane. Master Kane Cry. Okay. Aber wir haben doch irgendwo so einen Key, oder wie hieß der? Den wir gefunden haben. Ja, irgendwie schon, ne? Was? Geh mal, halt mal I gedrückt, oder irgendwie einmal. Was haben wir? Case 1 von 5 found. Keys, ja. Ja, oder schon. Aber, das ist nicht der, den wir brauchen. Okay. Aber warum steht da Waterlogged Cat? Warum ist die nicht bei diesen Black Cats dabei? Na, Black Cats, das sind 3 von 8. Ja, und das können wir finden. Da haben wir eine Waterlog, eine Prisoner und eine Ach Zell. So, das ist eine Kategorie. Das hätten sie unterstreichen sollen oder so. Das ist gut möglich. Oh mein Gott. Links oder rechts? Jetzt geht's einmal da und einmal da lang. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Dann schreib an das Holzbrett. Das stimmt da. Ach, komm, nee. Ja, da an das Holzbrett links. Also die ehemalige Tür. Nee, links. Dreh dich mal rum. Ja, da. Und da schreibst du jetzt eine 1 ran. Und wir gehen jetzt halt einfach als erstes da lang. Wunderschön. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ja, ich könnte mal das hier erstmal. Okay, hier ist Blut. Ich denke, wir werden das mal die andere Richtung nehmen. Ne? Kann man das... Okay, wir... Mach's das mal zu. Das sieht so aus, als würde es ja weitergehen. Nein, ich kann es nicht zumachen. Ach, wir gehen einfach erstmal in die andere Richtung. Das kann ja sein, dass wir sowas getriggert haben. Ja, eben. Aber das Problem ist, ich habe jetzt irgendwie das dumme Gefühl, das geht ja genauso weit. Hm. Ja. Na, dass du einfach mal 2 Wege hast, dann musst du dann entscheiden. Exit. Stores, merkwürdig, really safe. Okay. Es ist magnetisch abgehimmelt. Also versuch nicht F zu drücken, ja? Weil dann irgendwie setzt du das Rendern außer Kraft. Achso, ja, okay. Da kam er her. Ja, genau, ich tue ja mal ein F hinmachen. Also, Quatsch. Nee, Exit. Ein M für Magnet. Scheiße, Mann. Man kann es erkennen. Ja. Ich bin der Meinung. Es ist so voll die Graffiti-Kunst. Im Gegensatz zu der 1 ist das zwar eine Kunst. Na, besser gesagt, die 1 ist eine Kunst. Mhm, eben. Die 1 war so schön. Blubbels. Meine Blubbel. Wer will was?
herein. Offline. Ja. Harald? War schon wieder so. Harold oder Harald? Was denkst du? We believed in was? Was? We believed the injuries are due to the worksite. Okay, das war's. Ich hab nichts gedrückt, das ging halt einfach so weg. Oh! Nick, geh weg! Was soll ich tun? Versteck dich in der Ecke. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir sind tot. Ja, sowas von. Aber wenn das Spiel dann von vorne deswegen losgeht, ne? Warte mal.